In unserem heutigen Aufklärungsvideo möchte ich euch ein bisschen was über die Pandemie erzählen, welche wir bis jetzt erlebt haben und habe dafür zur Hilfe genommen diese beiden wunderbaren Spiele. Beziehungsweise es handelt sich um das Spiel Pandemie und die Erweiterung Pandemie im Labor. Hier befinden wir uns am Start, in Atlanta, da wo auch der CDC sitzt. Was wir heute bekämpfen sind diese kleinen Würfel. Das ist eine typische Seuche, wie man sie sieht. Sie ist klein, gelb, und sieht aus wie so ein Kubus. Diese gibt es in mehreren Farben. Gelb, blau, schwarz und rot. Und zum Glück sind es auch sehr viele solche Würfel am Spielfeldrand vorhanden. Kommen wir noch zu den beiden Spielfiguren, die wir heute darstellen werden. Ich als Quarantänenspezialistin werde eine grüne Spielfigur darüber über das Feld bewegen. Als Quarantänenspezialistin hast du echt Vorteile, wenn du so jemanden in einer Stadt hast, denn dort kann kein weiterer Ausbruch der Seuche geschehen, beziehungsweise auch nebenan nicht. Der Sanitäter hat einen ganz anderen Vorteil. Wenn ein Heilmittel bereits entdeckt ist, kann er einfach in einer Stadt alle Seuchenwürfel im Vorbeigehen entfernen. Wir befinden uns hier im Labor. Inzwischen ist es uns gelungen, mit unseren Spezialisten mehrere Seuchenwürfe einzufangen, beziehungsweise auch von verschiedenen Spezies diese Seuchenwürfe einzufangen. Einerseits haben wir das die gelben, die schwarze und die rote Seuche schon so weit gebracht, dass wir sie analysieren können. Sie werden dann später verdoppelt, um ein Heilmittel daraus zu entwickeln, mit Hilfe von Stadtkarten und der Sequenzierung, so dass wir dieses Heilmittel weiter voranbringen können. Nach der Sequenzierung und den Testen des Heilmittels haben wir es nun geschafft, ein Heilmittel für die gelbe Seuche zu entwickeln. Somit konnten wir heute Südamerika und große Teile von Afrika vom gelben Fleckfieber befreien. Somit haben wir ein bisschen die Welt verändert. Und das könnt ihr auch.